Hallo zusammen, hier ist eure Agentin Lena und ich habe heute zwei Ausschnitte für euch aus Vergiss Venedig, das kennt ihr doch schon. Ich habe mir zwei Ausschnitte ausgesucht aus verschiedenen Gründen, aber ich lasse euch das selbst entscheiden, was ihr davon haltet. Die Wellenlänge stimmte, wie damals mit Solveig in Karlsbad. Er kannte dieses Gefühl auch von Begegnungen mit Männern. Mann oder Frau trifft sich und findet gleich einen gemeinsamen Ton. Man vibriert in der gleichen Schwingung. Man lässt die Masken fallen, zieht den Helm aus, wirft den Schal weg, senkt das Schwert. Man geht aufeinander zu und aufeinander ein. So hatte sich im Flugzeug der Journalist unverfänglich mit dem Filmstar unterhalten können. Über das authentische Rezept einer Carbonara-Soße, über Sinn, Nutzen und Kosten von Zahnspangen. Barbaras Sohn Julian sollte nun eine verpasst kriegen. Ab zur zweiten. Eier, Balls, Balle, Cojones, Cui. In jeder Sprache, die andere kannte, waren die Hoden ein Synonym für Kraft, Stärke, Mut, Selbstvertrauen. Haste was, biste was. Da zählt kein intellektuelles Gesumse, kein feinfühliges Aufeinandergehen, kein Befindlichkeitsgetue. Wer unten am besten behangen ist, gewinnt. So simpel ist das Leben. Andere glaubte den Frauen nicht, wenn sie wie Solveig das Gegenteil behaupteten. Es stimmt nicht. Bildung, Belesenheit, Witz, Geist, Gefühl, vergiss es. Kultur ist das Bemühen der zu kurz gekommenen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.